Euch. Zurück willkommen zu Happy Minecraft. Und nicht zum Tenno, der Glückstadt fährt. Wenn ich den Ausgang jetzt in diesem Part nicht finde, dann werde ich erstmal sagen, ich werde. Doch hier geht's raus. Scheiß Dunkelheit. Dunkelheit, ja. Ist im Leben, im richtigen Leben geil, aber im Einkauf ist jetzt scheiße, ja. Ja, und ich sag's wirklich so, also der dreckige Skagge-Server und natürlich die AWO haben gesagt, Spider-Kill, deine Erfolge, die du bei 24 Sucht gesammelt hast, werden hier gut geschrieben, dass du dich richtig schön wenig Erfolge sammeln kannst. Dass du so richtig fett im Hintern treten wirst. Ja. 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 Danke, Sweet, für die Sucht. Du bannst jeden einzelnen Stewie, aber. Nö, den Spider-Kill, nö. Den Spider-Kill von uns offenen Namen und sagen so, ey, fühlst du fort. Du darfst unseren Server nutzen. Was musst du damit rechnen, dass wir deine Erfolge gut schreiben, ja, dass du im Let's Play keine Erfolge mehr sammeln kannst. Dann soll er Domtenno lieber in der Glückstadt fahren und uns ein Glückstadt-Video geben oder Skygife in der Glückstadt, ja, und Domtenno zusammen, ja. Dann machen die mal ein kleines, großes Übertreffen, ja. Ist doch auch gesund, ja. Ein großes Übertreffen. Toll, fein, schön. Große Typer treffen. Ja. Ja, dann freuen sich alle um seine Abonnenten, wenn er mit Skerger ein großes Typer treffen macht. Ist doch Herz allerliebst. Und alle wollen eine Lückstedt an. Oh ja, dann kommt die Domtenno und Skerger Messer in Lückstedt. Toll, fein. Das lobe ich mir, Leute. Domtenno und Skagge treffen sich in Lückstedt. Obwohl Domtenno und Skagge ja eigentlich eben die kompletten Gegenteile sind, ja. Domtenno ist so gesagt. Domtenno ist so gesagt. Ja. Ach, wie soll ich sagen? Domtenno lud seine Fans ein. Wünsche mit ihnen ein herzhaftes, schönes Display zu machen. Und Skyguy bannt die alle, ja. Enkia ist der Will, ja. Von Wilco, ja. So, und hier ist nicht mehr ein Ausgang. Dann machen wir jetzt Trick 17 und graben uns nach oben. Ja. Ich guck mir noch ein bisschen um hier, wenn ich noch was finde. Natürlich ist hier, meine lieben Zuschauer, jetzt erstmal nichts. Tut mir herzhaft leid, aber ich sehe ein bisschen was. Viel besser als ein scheiß dunklen Wald, ja. Ist das Lava, ist das von mir was? Ne, das ist ein komischer Devex. Ja. Finde ich bereut er sich, wenn ich mir nach oben graben tue. Dann machst du eben eine Weltsparty in Lückstedt bei der Kill. Die stehen so gerne, doch ich liebe Lückstedt. Ich liebe Lückstedt.
Ja, also Lustadt ist schon geil. Also in der Waldmann früher schon rechte Dorf. Obwohl im alten Osten sehr wenig davon lebt, aber. Ja. Und in den affengeilen alten Getränkemarkt. Würde auch mal Spider-Key, wenn es sehen würde, in das Place machen, ja. Ja. Würde ich auch gerne machen, ja, muss ich zugeben. Aber leider wahrscheinlich so ein kleines Dorf, wenn es im Dorfzentrum liegt, ist ja schwer bewacht, ja. Ist ja keine Tränkemark aus der guten alten DDR, sondern eben aus der Neuzeit, ja. Naja. Aus der DDR ist es nicht, nee. Aber Domtendo sagte, wir machen mal einen neuen Getränkemarkt. Und er nennt er den Domtendos Mini-Store. Und jetzt werden wieder alle Domtendo-Fans sagen: Sag mal, du Wichser, kannst du mal aufhören, Domtendo mit den blöden Lustschnitten zu beleidigen? Ich dann so: Nee, das kenne ich nicht. Wirklich nicht. Es tut mir leid, aber. Domtendo ist der größte Lückstedt-Fan ever. Domtendo ist der größte Lückstedt-Fan ever. Noch größer Lückstedt-Fan als meine Schwester in der Pfanne ist. Lückstedt, wir wollen eine Lückstedt hier. Lückstedt! Toll! Macht euch Mumm. Vielleicht nennt ihr Domtendo das unbedingt Mummstedt. Mumm steht natürlich Spider-Key, ey, du hast so erlitten, ey. Du solltest mal echt in psychiatrischer Behandlung gehen. Und das nicht nur von heute auf morgen, sondern für die ganze Zeit mit dir auf der achten Niere, so. Mich dann wieder angurten zu lassen, Leute, die mich anbrüllen tun, ja. Die Säcke. Aber wenn Nintendo jetzt so einen Spaß mit Lückstedt hat und ich auch. Ey, jetzt haben wir es jetzt, wie soll ich es an den Tournamenten sagen? Es wäre okay, wie bei Swag nennen, wie du sofort deine Nintendo beleidigst. Ist eigentlich keine Beleidigung, nee, weil. Es ist was Fantasierede, weil. Ich sag ja nicht, dass Nintendo ein Arsch ist, ich sag ja bloß, dass er Lückstedt, ja, und das ist keine Beleidigung. Man kann es sogar als Empfehlung sehen, ihr Abonnenten von Nintendo. Dann sagt nie so, nein, es ist nicht, hör auf damit. Bastard, Fotzenjob. Dann sag ich so, warum? So. Die Musik erinnert mich an so eine älteren Kollegin aus Prisma, ja. Die ist Tegla. Aber ich sag's mal so, die war immer gut gelaunt. Die hätte so nicht von der scheiß AWO so gesagt, die ihm zur Sau machen lassen. Die hätte mit Stolz und durch Stolz überstanden. Ja. Ist wirklich so, diese Thekla war immer gut gelaunt. Also, die war nie mies drauf. Ja, die ist auch, sag mal, sie ist wirklich geistig behindert, aber. Ist sie wirklich, die ist wirklich geistig behindert. Aber sie ist immer gut gelaunt. Und das muss doch auch mal sein. Wenn man stets gute Laune hat, ja. Meine, ich hab auch immer, bin auch meist immer entspannt, aber. Nee. Für die ganzen Nintendo-Abonnenten wissen nicht, dass sie mit Lückstedt, aber das Kind ist es, sondern. Die reine Wahrheit, ja. Ja, Domtendo-Abonnenten, also sei mal ein bisschen freundlich und
Sag nicht immer Lusche Scheiße, weil es auch bloß eine Ortschaft. Und wenn du lieber Domtendo dahin will, sollst du das akzeptieren. Ja. Ey, böse Murmeln. Der arme Würfel, also denkt euch dabei. Ja. Habe so einen echten Spielzeugwürfel, 4 Spielzeugwürfel geholt. Ich glaube, die scheiß Murmeln und die Würfel verstehen sich nicht. Und so in die Würfel, den jemand vom Bett, von der Bettkante schubsen, ja. So würde der Scheiße sagen, was? Du schläfst mit deinen Murmeln und deinen Würfel? Ich schlafe schon mit viel mehr Sachen. Ich schaffe meine Spielzeugraupen, ich schaffe meine Spielzeugbälle, Würfel, Murmeln. Ja. Manche Fantasiebilder, die ich mir auch zusammengeschnitten habe. Ja. So, dann wollen wir gucken, ob wir hier nach oben kommen. Ne, hier noch nicht. Wir sind ein bisschen im Zentrum. So, hier ungefähr. Ach, schön falsch angenommen. So. Habe noch ein Stack Erde. Sag mal, muss der scheiß Biomüll hier sein? Ey, also wirklich. Ist der Wasser runtergekommen, bin ich ja tot, ja. Man ist mit nichts zufrieden, um zu sagen, ich war so genau nicht mehr auf. Er ist schon mit vielen Sachen zufrieden, aber. Ja, das für die Fresse zu stellen, ist auch keine Lösung. So. Okay, wo kommen wir jetzt wieder hier hoch? Na, hier kann man ja kein Fall schon erleiden, also auf geht's. So. Dann gehen wir mal in die Hocke und sammeln die ganzen messihaften Dinger. Diese blöden Kristallblöcke, die mir die Nintendo-Abonnenten vor der Fresse hangen haben. Ja. Ist ja nicht schon mal noch, dass da in der Höhle eh eine Kristallkugel spawnt, aber nein. Nintendo-Fans haben rausgefunden, dass ihr Nintendo mit Luxstedt ist und dass ich sage, er fährt eine Luxstedt, ist ja bloß ein Vorschlag und die das als Diss ansehen und sagen, nee, jetzt bist du anders, jetzt kriegst du Ärger von uns. Niemand sagt hier, Nintendo fährt uns ein Kuhdorf. Ja, dann sag ich dir mal, er fährt gerne ins Kuhdorf. Ja, witzig. Und wir haben es überstanden. Wir haben die Cave überstanden. Ist schon mal viel wert, ja. Ist ja schon mal toll, ja. Toll. Ja. Ja, also. Wisst ihr, warum ich sage, im nächsten Part ist er gleich wieder vorbei und. Sage im nächsten Part, warum ich mit dem Tendo Luxstätte gesagt habe. Bis gleich.